Herzlich willkommen bei unserem ersten Job hier in GTA Online. Ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück bei GTA Online. Wir befinden uns hier mit Leno Jenkins und mit dem Mage Swift in einer Lobby. Und wir haben uns hier die erste Mission rausgesucht. Und zwar ist das eine Art Hindernisrennen. Und wir haben uns jetzt überlegt, dass wir erstmal hier mit dem Sportwagen durchstarten. Und dann schauen wir doch mal, wie unsere Mission hier in unserer kleinen Mini-Crew ablaufen wird. Wie geht's euch denn so heute, Freunde? Scheiße, Mann. So geht's mir. Super. Scheiße, Mann. Ich würde mal sagen, Leno setzt seine ganze Mille mal hier. Kannst ja mal wetten, ne? Ja, Bronze hat das schon auf jeden Fall gut zusammengefasst. Das ist ja eine von Rockstar verifizierte Strecke, die also von einem User erstellt wurde und dann von GTA freigegeben wurde, beziehungsweise von Rockstar. Und wir hoffen natürlich auf eure ja, Mission. Ich wollte den Karren sagen, weil ich gerade die Karre sehe. Okay, jetzt können wir uns hier die Autos erstmal schön aussuchen, genau, ich nehme mir auf jeden Fall die Centauro, nicht getuned. Und in der schönen Crew-Farbe der GTA Next Crew. Nehmen wir uns in die Edda. Wie gemacht. Ja, ich glaube. Ich nehme mal Entity, der sieht ja ganz cool Entity aus. Entity habe ich auch. Währenddessen sieht man hier die Hammer. Reflexion der Straße bei den ganzen Pfützen und den Wasser. Okay, warte mal, jetzt kann ich hier wetten. Auf wen kann ich jetzt hier wetten? Ich kann jetzt nicht. Jetzt kannst du wetten, doch jetzt. $500 auf mich selber, Mann. Okay, ich wette auch 1000 auf mich. Wettet mal lieber auf mich alle. Wieso das denn, Alter? So, ist das jetzt kann richtig? Ja, ne? Was ist das denn? Leno ist natürlich wieder ein Geizkragen. Das okay, Freunde, jetzt müssen wir gewinnen, Mann. Wir brauchen $500. Und du setzt dein ganzes Geld. Mein ganzes Taschengeld. Oh, Alter, geile Karre, Mann, so. Ey. Ja, das ist mega nice. Oh, ich hab einen Schnellstart gekriegt. Warum? Nee. Ich glaub, du alter scheiß Dreckscheater. Das ist so wie bei Mario Kart früher. Ja, toll. Nee. Kann man hier auch Nitro aktivieren? Ja, auf neben dir. Oh, scheiße, ich bin scheiße geflogen. Ich bin scheiße geflogen. Ich bin mega nice geflogen. Ja, du bist ja Major ist echt mega nice geflogen. Nachts wäre das bestimmt auch geiles Rennen. Scheiße, Mann, ich hätte mal lieber auf Leno wetten sollen, ich Idiot. Ja, hier kann noch vieles passieren, also wie man landet und aufkommt und so, ist alles ziemlich unberechenbar, wenn man das nicht richtig steuern kann. Endlich mal richtiges Rennen hier, Freunde. Alter, wie die da wegfliegen, Alter. Komm, übernimm die Führung. Alter, scheiße, ich bin oben gegen eine Brücke geflogen. LOL. Ey, hör mal! Ich bin gegen eine. Wie scheiße ist das denn, Mann? Boah, was war das denn? Leno, du Drecksau, Mann, du hättest mir auch sagen müssen, Alter. Was macht Bronzer eigentlich? Der macht sich selbst K.O. Ich bin gegen eine Brücke geflogen, Mann. Also, wir haben hier Mega-Fight mit Leno und Bronzer gechillt. Aber wer weiß, vielleicht fliegt der gleich auch noch raus. Ich war fast erster und Leno hat mich irgendwie weggedrängt. Nee. So ein Cheater, der Typ. Spielt hier mit unfairen Mitteln, ey. Aber ich komme noch. Oh, hier kommen die Hindernisse. Nein! Alpha doch du! Nein! Alter, du hast mir richtig schön angeschaut. Okay, Alter, ich bin wieder explodiert, Freunde. Was ist explodiert? Und sie packt wieder die Fahrerskills aus, Mann. Hammer, ey. Scheiße, Mann. Komm, Alter, einen schönen Flug will ich sehen. Yo, boah, ich hab dich wieder mal. Ja. Nein, nein, ey, nein, nicht nochmal, nein. Du, ey, das habt ihr alle gesehen, Leno ist so einfällig. Ey, Bronze, ich bin Erster, weißt du, und der Typ. Nee. Und der Typ, weißt du, so dreckig, Alter. Er kriegt ja hinten nichts mit, ey. Ich hab Drecksdrift abgelegt. Jo, Mann. Scheiße. Wie geil er einfach explodiert ist, Alter. Leno, gib mein Geld, Mann, ich hab umsonst gewettet. Auf dich hast du gewettet? Ich glaub, dann ja, hast du dich scheiße. Vor, das ist ganz gemein. Nee, aber das gehört ja dazu. Ich hab extra noch gegengelenkt, weißt du, aber dann klappt das natürlich nicht. Wie krass das war, ey. Ich war zweimal so ihr seid jetzt schon rum, ja? War es zweimal und dann... Hammer, ey. Bronze, wo hast du überhaupt, hast du überhaupt eine Runde? Oder bist du gekommen? Ja, ich bin jetzt auch hier grad. Bei der Kurve, ne? Ich bin auch hier grad voll weg, ey. Ich komme! Okay, also wir werden. Alleine muss nur einmal wegfliegen, ey. Den ersten Platz haben wir keine Chance mehr. Der Pfeil. Wir sind der Pfeil. Ja, wenn du an Leno rankommst, dann musst du ihn schön hinten reinfahren, weißt du? Nee. Du bist echt ein Gangster. Hinten rein ist ja nicht gut. Und sie geht immer an. Ja, doch, du. So, damit du schneller wenn, bist. Wenn du das richtig machst, dann kannst du ihn aber umdrehen. Den Leno zu kriegen. Oh nein, ich bin scheiße aufgekommen.
Oh. Alter, jetzt fliegt das schon. Schade, 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 schade. Das war mega knapp. Achso, und dann ist die Runde vorbei, wenn wir wieder da sind, oder? Bin ich Erster? Nee, nee. Ich bin stehen geblieben. Major, dieser Way. Schafft, komm schon, ich will sehen. Alter, das war ein Fotofinish, Mann. Das war ein Fotofinish. Hä? Was ist los? Ich seh's nicht, du Bronze. Ey, das ist offen noch. Kannst auch nicht sehen. So. Wir gucken Bronze grad zu. Alter, du bist ja erst ganz am... Bronze, du musst das Auto in der Luft kontrollieren, das ist dir klar. Ja, ich weiß, aber ich hab das noch nicht so ganz raus. Das Hochziehen, das hab ich schon das, raus, ey, irgendwie mit zwei, ne? Ja, Mann, ich hab's doch geschafft, wie geil ist das denn, Mann? Okay, sehr nie schön, beendet, Mann, schön, fuck. Jo, Mann, ey, das war das ja war mega. Ey, das war ein Foto-Finish, Mann, das muss ich mir bei dir nochmal angucken, ey. Geil, ey. Hammer, Rachel. Ja, was ist da los, Leute, ne? Langsam klatschen nehmen. Okay. Jetzt das gleiche nochmal mit Motorrädern, oder? Ja, sagen, das ey, macht mega Spaß. Also ich finde, das macht mega Spaß. Ey, ey. Ja, Mann. Also ich hoffe natürlich auf genauso ausgeflippte... Hä, man kann hier Munition kaufen. Kann man hier schießen, oder was? Eigentlich hochmachen. Wir können das auch als... Ja, du kannst vor jeder Mission dich ausrüsten irgendwie, weißt du, auch mit Panzerung und so. Ich weiß nicht, ob das hier geht, aber hier kann man das, glaube ich, auch als GTA... Wieso bist du da auch mal runter, Lenno? Ich wollte eigentlich hochmachen, aber... Auf Wiederholung, bitte. Bronze nie beendet, oder wie? Bronze steckt noch im ewigen, in den ewigen Weiten wieder, ey. Und wo ich mich auch drauf freue, ist, wenn wir, wie die alte Crew, also die andere Slay Massive Crew und so, die haben ja in einem großen Gebäudekomplex Verstecken gespielt. Das müssen wir auch machen. Also Hut aus und alles, damit wir uns gegenseitig nicht sehen. Und dann Verstecken spielen und zwei suchen oder so, dann wird das auch richtig geil. Da freue ich mich auch drauf. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Ja, klar. So. GTA ist ja auf jeden Fall vielfältig. Hier kann man noch einiges machen. Oh, scheiße, Mann. Motorräder. Jetzt geht's los, Major. Jetzt werde ich dich richtig... Jetzt werde ich euch richtig wegficken. Es ist richtig so... Lass mich mal sehen. Third Person. Der Sofasportler. Heißt das schon so okay? Boah, Alter, was gibt's denn jetzt hier für Maschinchen, Alter? Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, die schnellste zu nehmen, sondern vielleicht das Sanchez, die man besser kontrollieren kann oder so. Ich weiß nicht mehr. Ja. Boah, hier gibt's auch geile Maschinen, Alter, ey. Das gibt's ja gar nicht. Oh. Boah, dieser Hakucho, Alter, ist ja krass. Ich glaub, die nehme ich. So, jetzt kann ich was setzen. Da. Was rein. In den Pot. Komm, 10.000. Oh, ich kann nur 2.100 platzieren, schade. Boah, die sieht geil aus, Mann, ey. Ich hab ja grad gewonnen, stimmt. Ah, komm, machen wir. Ich setz nochmal auf mich. Okay, Mann, ich setz nochmal auf mich selber, Alter. 500, Mann. Weil ich der krasseste Gangster bin aller Zeiten. Ich finde das auf jeden Fall auch mega nice, dass man auf andere Spieler setzen kann, ey. Das ist was vom Film, ja. Hindernis super. Auf wen Hindernis hast du gesetzt, Bronze? Auf mich natürlich, auf wen sonst? Das Geld ist schon mal weg bei dir. Oh fuck, ich hab gar nicht den Start drücken, Chat. Du hast volle Concentration, Mann. Jetzt geht's ab, Freunde. Jetzt ist wichtig, also das Aufkommen ist wichtiger denn je. Boah, was? Ich war auf Meter drauf, ey, boah, ich. Was ist das hinter mir? Ey, Bronze, Alter, wo kommst du denn her? Da piss dich mal an, Alter. Guck dir den mal an, Alter. Und die Mucke hier am Start, Alter. Boah. Ja. Ach, scheiße. Ne? Da hat den Lenno fast abgedrängt, ey. Nein, ich bin auf einer Straße, Alter. Ja, toll, Alter. Alter. Ah, super, Mann. F gedrückt halten oder so, Bronze. Schon wieder vorbei, das Rennen, ne? Ist ja scheiße. Du feierst auch immer die komischen Sachen da, ey. Ganz normal rübergefahren hier über das Ding, Alter. Ja. Da fährt er nochmal gegen, geil, geil. Ganz normal drüber gefahren. Scheiße, ich hab ein bisschen Angst, jetzt behindert zu werden vom Major bei mir mit dem Sprung. Mach das nicht, Alter. Mach das nicht, Mann! Ich komm nicht über die Brücke. Wie knapp das war, Mann. Ich würde doch mal einen schönen Chopper nehmen sollen, ey. Wie
kann er denn mit solchen Kurven? Verpiss dich doch, Mann. Wie kann er denn mit solchen Kurven erst so schnell sein? Achte darauf, dass ich kaum traktiere hier. Alter, du bist so ein Arsch, ne? Hau dir mal komplett weg, da, Mann. Ah, jetzt kommt der Rampe Drift, nicht. Jetzt kommt der Drift, da hab ich ein bisschen Angst. Okay, komm, wir driften voll durch, ja? Ja, nee. Scheiße, Mann! Fuck! Dann warte noch auf mich. Hä, du bist auch tot? Ja, ich bin auch hingefallen. Hä, wie bist du denn hingefallen? Ich bin genau hinter dir, genau gleich. Alter, die Handbremse ist hier auf jeden Fall viel härter als in dem Auto. Ja, das stimmt. Driften ist hier nicht möglich, ja. Brauchst du noch irgendwelche Ziele, Ambitionen und so? Da ist er, guck mal. Ja, ich habe ein falsches Maschinchen gewählt, muss ich also sagen. Ich hätte echt einen Chopper nehmen müssen. Was ist denn da los jetzt bei dir? Du musst die engere Kurve nehmen. Ganz easy. Aber hey, aus Fehler nennt man Freunde. Alter, Windschatten verringern, guck das an, ey. Hör mal auf, Alter! Hä? Ja. Doch ein Bus! Boah, das wird so knapp, Lenno. Ey, hör mal auf mit diesem Scheiß! Du musst die Rampen mitnehmen, Mann, darum geht's doch hier. Weißt du, Lenno fährt die ganze Zeit dran vorbei. Oder beim Cheaten, ey. Boah, das sieht mega nice aus jetzt. Dämmerung hier oder was? Naja. Ja. Schön in den Abend. Wir haben es gerade geschafft, ey. Das wir reinsegeln. Ich hab mich Angst, geht das Schild zu klatschen. Das Schild! Oh, ja! Geil, ja. Wie geil! Boah, der springt über die Rampe und fliegt gegen das Schild. Ja, ist mir voll auch passiert, ey. Da bin ich nochmal dreimal gegen die Brücke und gefahren. Wir haben wieder gewonnen. Wie geil das aussah, so, weißt du? Ich bin in der Luft, flieg drüber. Voll wie so ein Käfer, ey. Ja, gucken wir mal zu ihr. Ist noch spannend zwischen Lenno und Ponce. Oh, schön, ey. Ja, auf jeden Fall, ey. Bin fast da. Auch gegen Schild kommen. Das ist ja übers extra abgebremst, ne? Ja, wenn du so wärst, dann hast du erst recht keine Chance. Nee, ich bin ja vorhin dreimal gegen eine Brücke gefahren, das hat mir schon gereicht, ganz ehrlich. Komm jetzt aber. So, wieder nicht mehr. Geil, Mann. So, ich hab ordentlich Kohle abgestaubt, ey. Danke. Ah, oh, sehr schön, ey. Ach schön, was hast du denn jetzt eigentlich bekommen, Major? 2100 gesetzt und 2300 bekommen, ey. Ja, glaube ich schon 3-4 bekommen. Hast du etwa auf Major gesetzt? Nicht, nee. Okay. Ja, aber auf jeden Fall mal ganz lustig hier. So ein kleines Rennen. Geil. So, was habe ich denn bekommen? Wieso Wetten 0? Oh, hä? Haben wir schon Ideen, was wir in der nächsten Episode... Wetten das? Was für Jobs anstehen? Wir können ja mal... Also, wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit für die Folge. Noch ungefähr 10 Minuten. Oder? Ich würde sagen, wir gehen auf freien Modus. Oder wollen wir noch eine machen? Volldampf? Guck mal da oben, so am... Ja, sollen wir Rennen machen oder sollen wir eher so schießen oder sowas? Können wir machen noch... Ja, wir können jetzt mal schießen zur Abwechslung machen, oder? In den freien Modus. Oder aktualisieren. Okay. Aber jetzt hat einer freien Modus. Ja, ich habe aktualisieren gemacht. Okay, seid ihr alle noch da? Ja, ja. Kämpfe ums Überleben. Guck mal hier, die Brücke ist tot. Ist das ein Deathmatch oder wie? Ja, Deathmatch. Ja, das ist ein Deathmatch. Aber nicht so eine krasse Map, also nicht so eine, krasse Mission, was wird sonst zu lange dauern, weißt du? Weiß nicht, wie lange die... Sondern nur so eine kleine. Ich weiß nicht, wie lange die dauert, leider. Air Force Zero oder so. Wir haben nur eine. Wir müssen Air Force Zero machen eigentlich. Oder sollen wir Fallschirm springen? Ja, komm, wir machen noch einen Fallschirmsprung. Ja, oder zum was Schluss? Meinst du, Bronze? Ja, doch, komm, zum Schluss. Ja. Das dauert nicht so lange. Und ist spektakulär. Okay. Spektakulär. Dann machen wir das doch mal. Als Abschluss. Ab in den Sand. Ja, und auf jeden Fall könnt ihr uns Challenges schreiben. Wie auch schon in der alten Ausgabe sozusagen. Von GTA. Also bitte immer wieder reinschreiben, was ihr da sehen wollt. Was für Challenges wir machen können. West Coast Classics. Ja. Okay, Fallschirm springen kann ich überhaupt nicht. Ich hoffe, das wird. Ich denke mal, bei GTA kann man sich auch am meisten mit einbringen, so irgendwie, ne? Weil da hast du echt am meisten Möglichkeiten, so, ey. Bin noch sehr gespannt. Die Möglichkeiten. Bin noch sehr gespannt auf die,
ja, die altes Live nachmachen, sag ich mal, die Mod für GTA. Ja, aber das wird, glaube ich, noch dauern, oder? Glaube ja, aber ich weiß es nicht. Ich bin ja auch, oder hab mich auch sehr gewundert, dass dieses Ding, wie heißt es denn noch, diese FOV-Mod kam ja auch sehr schnell raus. Die erste Mod ist ja schon raus. Das okay, wie springt man jetzt runter oder so? Muss man irgendwas drücken? Das kommt jetzt als Einleitung. Okay. Seht ihr das? Steht ja, da? Ja. Also linke Maustaste, um zu öffnen, ne? Genau. Und wo muss ich jetzt hindern? Steht doch, okay. Aber siehst du auf der Map. Okay. Boah, ich hab viel zu früh geöffnet, shit. Also es geht nicht um Schnelligkeit, sondern um Punkte. Ihr müsst da möglichst schön durchfliegen. Also möglichst mittig. Achso, mittig krass, auch ey. Noch, oder? Ja. Mittig ist das Wichtigste. Da hab ich schon mal verkackt. Und aufkommen unten, das gibt auch nochmal richtig Punkte. Da steht da Q und E, um scharfe Kurven zu fliegen. Okay. Oh shit, jetzt hab ich auch verkackt, glaub ich. Krass, ey. Wie Q und E, hä? Oh, nice. Keine Ahnung, was stand da gerade? Ich hab das auch nur so im Augenwinkel gesehen. Boah, Alter, ey. Das wird nix, ey. Mal langsam und bestimmt. Dann schaut es, glaube ich. Nein! Lol, Kontrollpunkt verpasst. Also das Aufkommen ist, glaube ich, das mitunter am schwierigsten. Oder das Schwierigste. Ja. Da haben wir ja noch schon unsere guten Erfahrungen gemacht hier, ne? Battle Royale. So, ja. Obwohl ich das Fallschirmfliegen hier besser finde. Also zumindest ja, das macht realistischer, aber es ist auf jeden Fall einfacher und actionreicher. Wie kann ich jetzt landen hier? S drücken? Nee, ich nicht. Doch, auf mich natürlich, ne? Ja, wie landet man denn? Ja, 10 Punkte nur irgendwie. Auf jeden Fall sehr relativ schlecht. Wie Q und E. Ich glaube, das ist bei euch Q und E. Ich mach das mit Dings. Ja, bei mir am Arsch. Ich bin nicht drin gelandet. Oh fuck, ich glaube, ja, das war nix. Das war nix. Oder doch. Hallo. Ja. Perfekt, Alter. Oh. Fast im zweiten Ring. Krass. Ja, ich habe nie beendet. Du nur bist Zweiter. Null Punkte? Ja, man muss da rein. Man muss da drinnen landen. Ach du Scheiße. Ja, echt? Klar, da mache ich so viele Punkte, nur weil ich nicht drin bin, oder was? Oh, du bist aber gut gelandet hier, Leno, oder? Ja. Schade. 120 Punkte habe ich geschafft. Ja, war aber doch cool. War auch noch Dings, ne? Kann man machen so, weißt du? Das war nix. Leno, Major, beim nächsten Mal dann, ja, ne? Komm. Man braucht auf jeden Fall da erstmal ein bisschen Erfahrung. Das ist sehr schwer. Ich hab da natürlich einen Vorteil, da ich ja die PS3 und PS4-Version gezockt habe. Das ist nicht einfach. Babababab, keine Ausreden hier, Mann. Du hast gewonnen, alles gut. Ja, war doch super, Mann. Ja? Ein Hoch auf Leno! Ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein bisschen Schiss. Shit. Ein bisschen Shit im freien Modus, oder? Jo. Weil. So rumballern, oder was? Um die 5 Minuten haben wir noch. Dann ist der Part auch schon wieder vorbei. Knattern, rumballern. Alles. Machen wir ein Free Deathmatch, oder was? Free? Ein Free. Da uns rennt ein Auto. Mit random Kills. Du trägst mehr als $5,000 bei dir. Oh, stimmt, ey. Jetzt haben wir die auch mal einzahlen. Denk dran immer, ne? Bronze. Ja, genau. Ja, und jetzt? Einfach rumfahren, oder was? Wir können uns mal ein bisschen was angucken, wenn du willst, wenn wir wollen, wenn wir dürfen. Achso, das ist jetzt ganz normal hier wieder auf der Welt, oder was? Auf der Welt. Okay. Alles klar. Wohin fahren wir, Major? Wie kann man eigentlich hupen? Wir fahren nicht, oder? Nee. Wollt ihr denn fahren, oder wollt ihr Headshots kassieren? Mensch, du hast gerade einen Fehler begangen. Hä? Wieder rumballern mit seinem Gewehr. Ich hab dich doch 1000 Mal angeschossen. Hast du was abbekommen? Einmal hast du mich, glaube ich, erwischt. Lol. Nur Pistol, sagt ihr? Okay, nur Pistol. Kommt mit seinem Raketenwerfer an. Dann nehme ich am besten mal die Tastatur. Was steht denn da oben, Alter? Ah! Von hinten der Penner.
Lauf, ey, du Narr! Ich hab schon meine Seiten gepistet. Wie ungefähr ist das denn? Lauf! Aua. Ja, was ist da los, hä? Beiden Seiten. Komm auch noch zu holen. Was ist denn die Pissermann. Schnell dein Auto eben an da. Stimmt, du räudiger Hund! Noch voll viele, Mann, Alter. Die Pistole, die macht ja auch nicht so viel Schaden, ne? Oh, Leno, von wo kommst du denn jetzt? Von hinten oder was? Oh, nee. Yeah. Ah, ich kann ja auf die Karte gucken, dumm von mir. Oh, die Bullen, die Bullen, Bullen. Oh, fuck, Alter. Scheiße, Mann, Leno hat mich erwischt, ey. Oh Mist, ich hab zwei, zwei. Alter, das ist er schon. Zwei Sterne, ey. Alter, man kann noch schießen, während man umfällt. Hab ich gerade gesehen. Auch neu. Alter, er spawnt direkt hinter mir. Hä? Verpiss dich, verpiss dich! Nein, nicht mit dem Messer, Alter, das ist voll OP. Ihr Klammerner! Du Bastard, Alter! Voll geil, mit dem Messer, ey. Jetzt kommt der Basie. Du hast es so gewollt. Ja. Oh, Alter! Scheiße, was war das denn, Mann? Welcher hat mich erschossen, ey? Ich dachte, du bist in meinem Team. Nein! Das kannst du nicht bringen, ey. Nein, verpiss dich doch! Cover me! Was war das denn? Was war das? Mein Typ dreht sich einfach nur so um, anstatt zu hauen, ey. Alter, die Bullen, Mann. Scheiße, ich hab keine Munition mehr, Alter. Ich hab gar keine Munition mehr für keine sagen, Waffe, Alter. Shit. Homerun, Mann! Alter, ich treff dich! Das ist so scheiße, das Ding! Der visiert mich automatisch an! Mit allem anderen schon. Boah, Alter, die Bullen, Mann! Oh! Oh, was ist los? Ich glaub, die Bullen übernehmen ja gerade das Feld, ey. Erstmal mit der Pumpgun, ey. Ja, aber die abgesägt, ja, ist voll klar, scheiße, Mann. Von hinten, du Low. Ja, das sind Bullen, oder was? Ja. Läuft der mir hinterher, ey. Headshot. Scheiße, man kann nicht durch die Zäune schießen. Doch, doch, das ist mir gut. Achso, okay. Kommt mit der Karre ran, ey. Level? Bitte. Oh, nein, gut. Scheiße! Du bist ja schön umgefahren. Ey, du warst bei mir noch voll weiter weg. Wie kann das sein, denn? Du brauchst eine Pistole, Alter. Okay, Mann. Ja, ich bin mit da drin tot. Ich wurde erschossen vom Polizisten. Achso, ich dachte. Gar kein Thema, ey. Ich bin ja voll auf dem Pier gerade, Mann. Voll geil sieht das aus. Der mit seinem Baseball-Dings, ey. Oh, schön. Schönes Aussicht hier genießen. Lass die da mal kämpfen. Oh, Headshot, Junge. Der zickzack hier rum, ey. Ja, die Bullen machen nicht. Ich hab dich getötet und die gehen einfach nur an mir vorbei. Wie chillen. Wie chillen hart. Ja, ist klar. Yo, die Karre explodiert da, ey. Nein! Verpiss dich, Mann! Nein! Da! Nein! Der mit seinem Baseball-Ding da, ey. Was ist der Bronze, ey? Der schwimmt da irgendwo, ja, am See rum. Ey, Mann, ich bin das gar nicht. Ich schwimmt da rum. Du bist ein Polizist. Komm her, ich will dich bei deinem Beil verhauen. Komm her, Alter. Komm, Messerkampf im Wasser. Nein, ich hab Angst, Hilfe! Mit dem Messer oder was? Oh, Hilfe! Hilfe, der ist wahnsinnig, Axt, Mann! Axtmörder! Axtmörder, Hilfe! Oh. Unmöglich, ich hab Aber Leute, komm! Bleibt ihr dann stehen, ey! Oh, Alter! Oh, ich hab ja noch eine andere Schrotflinte, ich hab ja zwei, krass! Oh. Ja, Freunde! Würde ich mal sagen, kommen wir langsam zum Ende hier, oder? Es war mir eine Ehre, uns wieder zu verhauen. Jo, aber beim nächsten Mal mit besseren Waffen. Ja. Jo. Und auf jeden Fall mit Custom. Müssen wir halt ein bisschen Level up werden. Ich bin halt noch Level 12. Ich habe vorher noch ein bisschen Tutorial und so gezockt, mit Leno auch noch. Deswegen bin ich schon Level 12 jetzt. Get real. Ja, aber man kann sich aber schon ein paar Waffen kaufen, auch ohne Level. Das haben sie jetzt. Man hat halt das Geld nicht, weißt du? Ja, eben. Das ist halt das Problem. Das ist richtig. Das Geld macht die Welt. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns in die nächste Folge.
Haut rein, Freunde. Macht's gut, ihr Lieben.